1999 bis 2004. Ein alter Bekannter wird Kanzler. Wolfgang Schüssel. Findenreiche Koalitionsverhandlungen und Erinnerungen an die Tage, als man gleichzeitig als Parlamentssekretär Politik zum Beruf machte. Wenige Monate nach jener Wahl, in der das liberale Forum aus dem Nationalrat flog, wurde Wolfgang Schüssel mit Hilfe Jörg Haiders Bundeskanzler. Sie waren in den 1960er Jahren gleichzeitig Parlamentsklub-Sekretäre und auch privat einigermaßen gut befreundet. Wie ist es, wenn man sich plötzlich mit jemandem, mit dem man privat ganz gut auskommt, in einer heftigen politischen Gegnerschaft befindet? Nun, Schüssel und ich waren auch in einer politischen, Anführungszeichen, Gegnerschaft, Anführungszeichen, Ende, als er im Parlament ÖVP-Clubsekretär war und ich SPÖ-Clubsekretär. Etwas später war ich Minister und er Oppositionspolitiker. Und wieder etwas später war er ÖVP-Wirtschaftsminister und ich SPÖ-Clubobmann. Zuletzt war er ÖVP-Bundeskanzler und ich Bundespräsident. Wir haben immer ein ordentliches, faires Verhältnis, ohne Feindschaftsgefühle gehabt. Aber wir waren uns bewusst, dass wir auf verschiedenen Seiten in der politischen Arena standen. Ich konnte mit Wolfgang Schüssel ein gutes Gespräch auch in heiklen Dingen führen. Und wenn ich mit ihm irgendetwas besprach oder Varianten überlegte, habe ich nicht am nächsten Tag und auch nicht zwei Monate später das Ganze mit einem speziellen Spin in der Zeitung gelesen. Das galt nicht nur für Wolfgang Schüssel, sondern erst recht für Stefan Korin. In gewissen Grenzen hat es auch für Alois Mock gegolten, mit dem ich ebenfalls privat Kontakt hatte. Noch mehr übrigens unsere Ehefrauen. Aber zurück zu Wolfgang Schüssel. Auf seinem Weg zum Bundeskanzler einer ÖVP-FPÖ-Regierung im Jahr 2000 hat es schon einige Dinge gegeben, über die ich mich gewundert und geärgert habe.